dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar haben wir ja bald Ostern. Ostern, was ist das? Komme ich aus dem Schwabenländle? Nee, komme ich nicht. Auf jeden Fall haben wir bald Ostern. Und ich habe jetzt hier schon ein bisschen Deko rausgesucht und würde euch das ganz gerne mal zeigen, weil ich vermute und hoffe und glaube, dass da vielleicht ein paar ganz coole Geräusche dabei sein könnten. Und wenn ihr eine Favorite habt, ich davon gerne ein längeres Video machen. Egal wie lang. Was ihr wollt. Mein Kater ist ganz schön langweilig. Es kann sein, dass er hier gleich aufkreuzt. Also fangen wir direkt an. Und zwar, was ich ganz süß finde, das hier.
Ich habe selbst gemalt. Habe ich die auch nochmal in rosa und lila und gelb-grün. Ich habe mich fürs Blau entschieden. Sehr, sehr schön. Dann ein sehr langweiliges Ei. Auch aus Plastik. Ich persönlich eigentlich mega cool, weil es sieht cool aus. Es ist aus Metall, wie ihr seht. Und das Coole an diesem Ei ist, dass man es sogar aufmachen kann. Man kann es aufmachen und auch Geschenke. So, dann habe ich noch ein schönes eingepacktes Ei. Okay, so schön ist es nicht. Klingt, als wäre es aus Plastik. Sollte aber eigentlich aus Glas sein. Könnte sogar self-made sein. Ich habe einen mega krassen Hunger. Immer wieder. Auch ein sehr schönes Ei. Dann habe ich jetzt noch ein Ei. Und zwar ist das eine Kerze. Auch wunderschön. Und zu guter Letzt habe ich das größte und vielleicht doch das schönste Ei. Und zwar
sind auf jeden Fall meine Favoriten. Und das nächste Mal gibt es Osterhasen.